Hallo zusammen, herzlich willkommen bei uns im Studio. Ich habe heute einen ganz speziellen Gast bei uns, den Stefan Orth. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Schön, dass du da bist. Stefan ist mehrfacher Bestseller-Autor, er ist Journalist, er ist beruflicher Couchsurfer, was das ist und so weiter, darüber reden wir heute so ein bisschen. Stefan, willst du ganz kurz sagen, wer bist du überhaupt? Ja, gerne. Stefan Orth mein Name. Ich bin Reisebuchautor und Journalist. Ich habe sehr lange bei Spiegel Online gearbeitet, auch hauptsächlich im Reisebereich. Dann vor 5 Jahren dort gekündigt und mache jetzt hauptberuflich Bücher und Vorträge über diese Reisebücher. Wir haben einen Podcast zusammen aufgenommen. Den verlinke ich sonst nochmal. Den gerne anhören, weil da reden wir ganz, ganz ausführlich darüber, über den Stefan, wie er dazu gekommen ist, zu der Couchsurfing-Geschichte, was es damit auf sich hat und so weiter und so fort. Das ist super ausführlich. Heute reden wir speziell über Saudi-Arabien. Du hast gerade ein Buch rausgebracht, Couchsurfing in Saudi-Arabien. Ich habe es gelesen, viel Situationskomik drin und auch super faszinierend, interessant, gerade wenn du Saudi-Arabien nicht kennst, weil es halt doch sehr kulturell sehr, sehr anders ist als bei uns so ein bisschen. Absolut. Ganz kurz Saudi-Arabien, wie bist du darauf gekommen, da hinzufahren? Ich hatte es tatsächlich schon länger auf meiner Liste. Ich habe eben eine Vorliebe für Länder mit einem schlechten Ruf, also für Länder, die nicht so die üblichen Reiseziele sind, weil ich da das Gefühl habe, da finde ich besonders interessante Geschichten, wenn ich so in den Alltag gehe, wenn ich mit den normalen Menschen zu tun habe. Und dementsprechend war Saudi-Arabien schon lange auf meiner Liste. Es war nur lange Zeit nicht möglich, dahin zu fahren. Und das hat sich im Herbst 2019 geändert, weil es da zum ersten Mal Visa gab für Individualreisende auch. Und man konnte einfach als Rucksack-Tourist dorthin. Und die Chance habe ich gleich genutzt und war quasi einer der ersten dort, die dann als Individualreisender dort unterwegs waren. Und du bist also wirklich auch privat unterwegs, also nicht als Journalist offiziell in offizieller Mission, sondern quasi wie als Rucksack-Tourist. Genau, mit Touristenvisum, wenn man es mit einem Journalistenvisum macht, das bringt manchmal unerwünschte Aufmerksamkeit. Ich versuche da eher ganz unauffällig als ganz normaler Reisender unterwegs zu sein und mache mir halt meine Notizen, mache meine Fotos, aber fall jetzt gar nicht weiter auf, dass ich eben da auch ein journalistisches Projekt habe. Und in den Ländern, in denen ich unterwegs bin, also in China oder Iran auch zum Beispiel, ist man eben auch nicht so erwünscht als Journalist. Dementsprechend ist es besser, das so ein bisschen inkognito zu machen. Jetzt muss ich das fragen, ist das legal? Dass du quasi privat hin... Ja, natürlich ist es legal, oder? Oder musst du, weil du Journalist bist, musstest du dich eigentlich ausweisen? Also es ist ein Grenzfall juristisch, sage ich mal. Also in dem dortigen Land könnte ich durchaus Probleme kriegen. Es kann passieren, dass sie mich rausschmeißen sozusagen, wenn sie herausfinden, dass ich da so ein journalistisches Projekt mache. Im Iran ist es sogar so, dass ich kein Visum mehr kriege, seit ich das Buch veröffentlicht habe, weil da so viele politische Dinge drinstehen, so viele Sachen, die dortige Regierung nicht lesen will und weil das eben so eine gewisse Welle auch gemacht hat. Also da habe ich das mal gespürt. Da darf ich echt nicht mehr einreisen, seit das veröffentlicht ist. Okay, krass, ja. Okay. Um das Ganze, bevor wir den Vortrag angucken, du bist als Journalist unterwegs, also primär als Schriftsteller, sag ich mal, aber du dokumentierst das Ganze ja auch als Fotojournalist. Du bist ja so ein bisschen beides natürlich, ne? Mhm. Können wir ganz kurz über Kamera reden? Mit welcher Kamera ist man da unterwegs heutzutage? Ich war lang mit der 5D unterwegs, aber inzwischen bin ich jetzt auf ein Leichtgewicht umgestiegen. Fujifilm T2 hatte ich jetzt dabei auf der letzten Reise. Die Fuji, die sich da auch echt bewährt hat. Also natürlich ist es nicht ganz das gleiche wie so eine schöne Canon. Ich hätte das andersrum machen müssen, verflixt. Es ist durchaus gut für die Situation und vom Gewicht her natürlich. Natürlich, auch super. Ich habe das Buch gelesen und die Bilder angeguckt und gedacht, das sieht aus wie Fuji. Der hat doch bestimmt einen Fuji dabei. Das hätte ich erst sagen müssen. Ne? Weil der Look passt nicht halt schlecht. Total gut, weil die haben ja den Look drauf. Das passt natürlich total gut. Wobei die Hälfte der Bilder auch von einem Fotografen noch ist, der dabei war. Der hatte, glaube ich, Nikon. Also von daher. Aber 50%, total richtig geraten, nicht schlecht. Jetzt, du fährst das nächste Mal nach Saudi-Arabien als Reisejournalist, Tourist, du nimmst den Fuji X-T2 mit und darfst nur ein Objektiv mitnehmen. Welches Objektiv nimmst du mit? Ich habe das Standardobjektiv immer dabei, 18... Das Standardkit 18-50, 55, sowas. 18, ja, 18-55, genau. Okay. Das ist einfach, weil ich nicht mehr habe als das. Okay, damit du klein und kompakt bist. Genau. Ja. Folgefrage, wie transportierst du die Kamera typischerweise? Hast du eine Hüfttasche, hast du sie im Rucksack? Wo ist die? Ich habe eine Extratasche, die meistens ist auch das, also wenn ich Tagesausflüge mache, ist das die Tasche, die ich habe, wo dann auch das Portemonnaie drin ist. Mhm. So ein kleines Mini-Täschchen. Genau. Ja. Okay, würde ich sagen, Stefan hat einen Vortrag mitgebracht.
wechseln wir auf den Vortrag. Alles klar, gerne. Erzähle ich ein bisschen was von Saudi-Arabien. Ich gehöre zu den Menschen, die viel Zeit auf der Couch verbringen. Und zwar am liebsten nicht auf meiner eigenen, sondern am liebsten auf einer Couch in einem möglichst exotischen Land. Ich nutze die Seite couchsurfing.com, auf der eben auf der ganzen Welt Menschen kostenlose Unterkünfte anbieten. Und das muss nicht immer eine Couch sein, wie man hier sieht. Das kann auch mal eine Matratze auf dem Boden sein. Manchmal ist ein richtiges Bett dabei. Man kann jetzt nicht den allergrößten Luxus erwarten, aber eigentlich geht es gar nicht so sehr um die Unterkunft, vielmehr geht es um die Begegnungen mit den Menschen, um das, was man erlebt, um das Eintauchen in den Alltag eines Landes. Das macht's für mich so wahnsinnig spannend. Ich habe mit Leuten zu tun, die kein Geld damit verdienen, dass sie nett zu mir sind, was ja sonst bei touristischen Reisen oft eigentlich so der Fall ist. Und das macht es für mich so wahnsinnig interessant. Ich habe das jetzt seit 6 Jahren auch in Buchform gemacht. Ich habe über den Iran als erstes ein Buch geschrieben, das zweite ging über Russland und das dritte über China. Die Bücher wurden übersetzt in ein paar andere Sprachen. Und jetzt ist gerade das neueste rausgekommen, Couchsurfing in Saudi-Arabien. Und davon möchte ich heute ein bisschen erzählen. Hi guys. Wie geht's, Gitanen? Saudi-Arabien, ja. Was ist das für ein Land eigentlich? Also zunächst ist Saudi-Arabien das einzige Land der Welt, das nach einer Herrscherfamilie benannt ist, der Al-Saud-Dynastie, die dort mit ziemlich harter Hand herrscht. Es ist ein Land, in dem Religion eine ganz extrem wichtige Rolle spielt, mit den heiligen Städten Mekka und Medina. Es ist ein Land, in dem beim Thema Frauenrechte sehr viel im Argen ist. Und es ist ein Land, das durchaus einige Ängste verursacht. Kein Land, in das man leichten Herzens fährt. Es gibt den Konflikt im Jemen. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, das so viele Waffen importiert wie Saudi-Arabien. Ist das so, ja? Also das ist schon statistisch betrachtet nicht unbedingt ein Ort, in dem man so ohne weiteres ganz lässig mal hinreist. Es gibt ein Zitat, 90 Jahre alt, von dem damaligen König Abdulaziz ibn Saud, der sagte, mein Königreich wird nur überleben, wenn es ein schwer zugängliches Land bleibt, wo Ausländer, wenn sie ihre Pflicht erfüllt haben, kein anderes Ziel haben, als unverzüglich auszureisen. Das war auch lange das Motto dort sozusagen. Man hat es Ausländern wirklich nicht einfach gemacht, dort hinzukommen. Also, wenn ich kurz unterbrechen darf, das ist ein ziemlicher Widerspruch, ein Land, in dem quasi alle Moslems hinpilgern, weil sie sagen, da müssen sie hin, nach Mekka. Und gleichzeitig sagt man irgendwie, man ist in Gänsefüßen ausländerfeindlich. Das ist ja ein rechter Konflikt, oder? Also. Absolut. Natürlich, die Pilgerfahrten, die waren immer möglich. Da kommen 2-3 Millionen Leute aus der ganzen Welt jedes Jahr dorthin. Aber sie kommen eben auch genau für die Pilgerfahrt und reisen dann wieder aus. Aber in dieser
da gab es natürlich schon lange einen ganz großen Tourismus sozusagen. Nur für Individualreisende war es eben bisher verschlossen. Die Pilgerfahrt ist eben für mich leider nicht möglich. Also als Nicht-Muslim darf man nicht nach Mekka. Die Hauptattraktion des Landes ist dann quasi für mich wiederum verschlossen. Ach so, dann ist quasi die verbotene Stadt sozusagen. Sozusagen, genau. Okay. Es gibt Leute, die haben sich eingeschmuggelt, aber das muss man jetzt nicht unbedingt. Gerade wenn man ein Buch drüber schreibt, hätte ich es ein bisschen respektlos gefunden, das zu machen. Weiter geht's mit ein paar Medienausschnitten. Wenn man über Saudi-Arabien liest, ist das meistens nicht besonders positiv. Man liest von Massenexekutionen in der Öffentlichkeit, von dem Jemen-Konflikt, von Menschenrechtsverstößen. Natürlich der Mord an Jamal Khashoggi, dem Journalisten, vor knapp 3 Jahren mit allergrößter Grausamkeit. Also man findet nicht besonders viel Positives tatsächlich, wenn man die Medienberichterstattung sich anschaut. Und auch bei Reporter ohne Grenzen, da gibt es ein Ranking über Pressefreiheit. Da liegt Saudi-Arabien auf Platz 170 von 180 Ländern. Also auch für mich als Berichterstatter war das sicher kein Land, in das ich dann leichten Herzens gereist bin. Das ist die eine Seite davon. Die andere Seite ist, dass sich seit 2, 3, 4 Jahren doch einiges tut in dem Land. Es gibt eine Öffnung, es gibt eine große Modernisierung unter dem aktuellen Kronprinz Mohammed bin Salman, der sein Land in die Zukunft bringen will sozusagen. Und es tut sich doch einiges, was einigermaßen revolutionär ist. Es wurde die Religionspolizei abgeschafft, die Leute fürchterlich schikaniert hat über Jahre hinweg. Es dürfen Frauen Auto fahren. Seit 2018, Saudi-Arabien war das letzte Land weltweit, das auf die Idee kam, dass das durchaus eine gute Idee ist. Frauen arbeiten auch mehr jetzt in Berufen, wo sie öffentlich sichtbar sind. Es gibt auch mehr Arbeitsplätze, wo Frauen und Männer zusammenarbeiten. Und es gibt Kinos. Auch erst seit 2018. Vorher war 35 Jahre lang kein einziges Kino in dem ganzen Land geöffnet. Unterhaltung war verpönt sozusagen. Das wollte man nicht haben. Jetzt dagegen gibt es eine große Entertainment-Offensive mit Festivals, mit Live-Konzerten. Enrique Iglesias oder Mariah Carey, so Leute kommen dahin. Ich war bei einem riesigen Festival, bei dem Middle Beast Festival, einem Elektro-Event in der Wüste mit 100.000 Zuschauern. Also da wird wirklich in einem ziemlichen Hauruck-Verfahren wird jetzt das Land modernisiert. Damit fängst du an in deinem Buch mit dem Festival. Das war jetzt super faszinierend zu sagen, irgendwie ein Land, das irgendwie gar keine Unterhaltung macht und plötzlich kommen da 100.000 Leute und tanzen zusammen und du hast es eigentlich gut beschrieben, wissen aber teilweise gar nicht, wie sie sich verhalten sollen, weil sie das noch gar nicht kennen. Was dürfen wir jetzt, was dürfen wir nicht? Ne? So. Absolut. Also man spürt immer dieses Gefühl, dass die Leute nicht wissen, wo sind die roten Linien jetzt, was darf man schon und was ist noch verboten. Also so ein Festival, wo Frauen und Männer auch zusammen tanzen zu DJs aus dem Ausland, das wäre halt vor 3 Jahren völlig undenkbar gewesen. Und das schafft schon einige Verwirrung, was jetzt gerade geht und was nicht geht. Und dann gibt es noch die Familien, die auch wieder eigene Gesetze haben oft und an die man sich dann auch halten muss irgendwie. Die Familienehre spielt eine Rolle. Die Familie ist oft noch konservativer als die Gesetze des Landes. Also das ist schon ein ziemliches Spannungsfeld da, in dem die Leute sich da befinden. Ja, weiter zum Entertainment-Programm. Es werden Milliarden investiert. Es gibt Vergnügungsparks, jetzt Sportevents. Auch die Dakar Rally fand jetzt schon zum zweiten Mal statt. Die Formel 1 kommt im Ende des Jahres, im November, nach Saudi-Arabien zum ersten Mal. Also da wird wirklich unheimlich viel getan. Und es sieht so aus, als wäre dieses Zitat, was ich vorhin genannt habe, jetzt nicht mehr so gültig. Es gibt ein anderes Zitat aus dem Jahr 2019, da hieß es plötzlich: Saudi, offene Herzen, offene Türen. Okay. Es ist nämlich jetzt auch Tourismus erwünscht. Man will Besucher im Land haben. Einerseits, weil sie viel Geld bringen, andererseits, weil das eben ein Teil dieser Öffnungsstrategie ist. Und zum ersten Mal wurde 2019 im Herbst wurden Visa für Individualreisende ermöglicht. Und da war ich gleich einer der Ersten,
die zugegriffen haben. Man sieht das Datum, 4. Oktober 2019 hatte ich mein Visa online beantragt. Es hat 10 Minuten gedauert. 10 Minuten später hatte ich es als PDF in meinem Postfach. Also es geht auf einmal wahnsinnig einfach, wahnsinnig schnell, wenn man dieses Land bereisen will. Ja, und dann konnte ich eine Route planen, eine Reise planen. Ich hatte mir 11 Wochen Zeit genommen insgesamt. Später wurden es etwas weniger. Das werde ich gleich noch erzählen, woran es lag. Ich habe eine Route geplant, einmal quer durchs Land. Ich werde jetzt geografisch nicht ganz genau darauf eingehen. Es ist 6-mal so groß wie Deutschland, das Land. Also man legt doch einige Strecken zurück. Fast 9000 Kilometer habe ich insgesamt zurückgelegt. Was waren jetzt die ersten Eindrücke, als ich angekommen bin? Zunächst einmal McDonald's und Minarette. Mhm. Also ganz viele Moscheen, ganz viel Fastfood habe ich dort gesehen an dem ersten Tag. Ich merkte auch schnell, was die Religion für eine große Rolle spielt. In jeder Lebenslage wird gebetet. 5-mal am Tag ist Gebetszeit. Und da schließen auch die Geschäfte teilweise. Also man kann nicht einkaufen, man muss die Supermärkte verlassen, wenn Gebetszeit ist. Manchmal wird es sehr rudimentär nur geschlossen, wie auf diesem Foto zu sehen ist, dass man einfach ein Laken vor seinen Laden hängt. Man hat keine Angst vor Diebstahl, weil Dieben theoretisch die Hände abgehackt werden können und dementsprechend gibt es recht wenig Diebstahl im Land. Es verfehlt sein Abschreckungspotenzial nicht und von daher wird da teilweise werden die Läden also sehr rudimentär gesichert nur. Das Logo des Landes sieht man auch sehr oft, eine Palme, die steht für die Oasen in der Wüste, die Schwerter, die stehen für die Entschlossenheit, den Islam zu verteidigen. Wenn man aber mal mit jemand spricht und keiner zuhört, dann bekommt man eine andere Interpretation davon. Ein Saudi meinte zu mir, die Bedeutung ist vielmehr, du kannst geradeaus zu der Palme gehen und dir ein paar Datteln pflücken und du kannst geradeaus wieder zurückgehen. Wenn du nach links abbiegst, droht dir das Schwert und wenn du nach rechts abbiegst, droht dir ebenfalls das Schwert. Mhm. Aber wenn du auf dem vorgesehenen Weg gehst, dann kannst du viele köstliche Datteln genießen. Und das fand ich ist ein ganz tolles Kurzporträt dieses Landes, in dem doch einige Gesetze extrem streng sind. Und wer sich irgendwie dem Königshaus entgegenstellt, der muss schon einigen Ärger befürchten. Die Metzger sind natürlich ein bisschen anders als bei uns. Man sieht kein Schweinefleisch. Man, dafür gibt es Kamele oft im Angebot. Durchaus ein sehr gesundes Fleisch, was dort sehr viel gegessen wird. Restaurants haben ebenfalls einen deutlichen Unterschied, weil es 2 Eingänge gibt. Es gibt die Bachelor- oder Single-Section und die Family-Section. Und Family ist alles mit Frauen und die anderen sind eben Männergruppen. Es ist inzwischen nicht mehr Gesetz, dass man das unbedingt getrennt halten muss. Aber viele Restaurants machen es noch, weil das die Kunden so wollen. Manche improvisieren auch ein bisschen, dass sie dann so Screens einfach aufbauen, um so ein bisschen Privatsphäre zu errichten. Und Privatsphäre ist tatsächlich ein Riesenthema in dem Land. Das merkt man auch an den Häusern, also hohe Mauern, die wirklich keinen Einblick zulassen. Die Fenster sind auch erlauben auch keinen Durchblick, also man bekommt wenig mit, was da vor sich geht. Und gerade das macht es natürlich für mich besonders interessant auf dieser Reise, wo ich in die Häuser reingehen wollte und rausfinden wollte, was passiert hinter den Kulissen, wie sieht das Privatleben dort eben auch aus. Ja, und davon möchte ich jetzt kurz ein paar Gastgeber vorstellen, ein paar dieser Situationen. Hier haben wir gleich einen Rekord dieser Reise. Das ist die längste Couch, die ich in meinem ganzen Leben jemals gehabt habe. Die ist vermutlich etwa 18 Meter lang. Mhm. Und aha, da hättest du. Genau, ganz klein im Bild bin auch ich zu sehen. Natürlich sind es einzelne Teile, aber ja, ich würde es mal als längste Couch-Weltrekord gelten lassen. Das war nicht die einzige Besonderheit dort. Das war in der Stadt Najran an der Grenze zum Jemen.
Die andere Besonderheit war die Soundkulisse. Alle 10 Minuten hörte man Detonationen von Panzergranaten, weil die Grenze so nah war. 2 Kilometer weg war die Grenze und dort tobt ein Krieg, von dem man hierzulande kaum was mitbekommt. Mein Gastgeber Anwar hat immer gesagt, das ist kein Problem, das ist alles auf der anderen Seite. Das spielt sich nur auf der Jemen-Seite ab. Aber natürlich war diese Soundkulisse doch ein bisschen beängstigend. Man sah diese Hügelkette, die einfach dann die Grenze markiert und dahinter findet dieser Konflikt statt, über den man so wenig mitbekommt. Also hier in dem Bild sieht man auch nochmal diese Hügelkette, die diese Grenze markiert. Anwar hat mir sehr viel gezeigt von seiner Stadt. 3 Tage war ich dort, glücklicherweise auch mit dem Fotografen zusammen. Also eine Woche dieser Reise hatte ich einen Fotografen dabei, Christoph Jorda aus dem Allgäu, der dann die Bilder gemacht hat in der Zeit. Den Rest der Bilder habe ich ihm selber gemacht. Und das war ein totaler Glücksfall, weil gerade da besonders tolle Motive waren. Wir kamen so in den Alltag rein. Anwar hat sich wirklich viel Zeit genommen, hat uns seine ganzen Freunde vorgestellt. Er hat uns auf einen Dolchmarkt mitgenommen. Der würde super in dein Handwerksbuch reinpassen. Also da, wie die Leute, die Schmiede so ihre Dolche herstellen mit ganz traditionellen Mitteln teilweise. Die teuersten kosten $100,000, wenn sie aus ganz edlen Materialien sind. Dann ging es zu einem Freund, der so ein altes Lehmhaus restauriert hatte. Ein sehr wohlhabender Freund, wie man an seinem Empfangszimmer sehen kann. Wir hatten auch die Möglichkeit, das Cover des Buches zu fotografieren. Also Anwar hat einfach ein paar Freunde von sich rangekarrt und dann ist dieses Gruppenbild entstanden, was dann auch das Buchcover geworden ist. Ich brauche mal ein paar Leute mit Sonnenbrille. Ja, genau. Das ließ sich da erfreulicherweise echt einfach so machen. Wir wurden auf eine Hochzeit eingeladen. Hier sehen wir den Bräutigam. Der hat uns einfach reingewunken, was dann auch eine ganz tolle Gelegenheit war, um Bilder zu machen in diesem Bankettsaal namens Venezia. Also der Fotograf hat innerlich gejauchzt quasi, weil sich einfach ständig Leute vor seine Kamera stellten und er ganz, ganz tolle Porträts da machen konnte. Also das war fotografisch ganz sicher ein Highlight dieser Reise. Mhm. Eine andere Person, die ich unterwegs getroffen habe, sehen wir hier. Das ist der Cowboy. Er wohnt. Der spielt eine große Rolle, also einen längeren Abschnitt im Buch. Ne? Genau, ja, es ist eine meiner Lieblingsepisoden. In der konservativsten Gegend des Landes, Buraida, wirklich ganz, ganz altmodisch in jeder Hinsicht, aber er passt da irgendwie nicht so rein, ist eher extrem laut und sehr Social Media begeistert auch. Also die ganze Zeit postet er Dinge bei Instagram und Snapchat. Snapchat ist da wahnsinnig verbreitet, viel stärker als bei uns. Und während wir unterwegs waren, ständig hat er das so in Szene gesetzt und an seine 50.000 Follower gepostet. Am Abend musste ich dann auch selber mal in den Mittelpunkt. Er hat mir dann so eine traditionelle Tracht angezogen, eine traditionelle Saudi-Tracht. Und dann hieß es, jetzt mach doch mal ein bisschen Action für uns. Die Kameras waren auf mich gerichtet. Und er meinte, sing doch mal ein Lied. Und ich habe versucht, mich irgendwie rauszuwinden. Meinte, mir fällt keins ein. Er wollte irgendein deutsches Lied hören. Irgendwann hieß es, sing die deutsche Nationalhymne. Und da gab es dann wirklich kein Entkommen. Und so kam es also zu einer Uraufführung der deutschen Nationalhymne in einem Beduinenzelt in Saudi-Arabien. Das deutsche Vaterland. Thank you. Tatsächlich wurde ich die ganze Zeit dokumentiert, egal was ich machte. Jeder Moment wurde gleich an die ganzen Snapchat-Follower weiterverarbeitet. This is Hashi Milky. Hashi Milky. Hashi Milky. Yes, يعني Hashi Milky. Hashi Milky يعني Hashi Labani, عيال. Yes. What's the name? يا حي الله الشيخ ستيف. يا هلا ومسهلا. صب له قهوة. صب له قهوة بسرعة الشيخ ستيف.
صبك عليكم السلام يا هلا بالشيخ ستيف تقاهو تقاهو. Ich habe tatsächlich in meinem Leben keine andere Reise erlebt, wo ich so sehr zur Geschichte wurde. Ich halte mich ja selber für den Berichterstatter eigentlich, aber da war ich ständig auch so im Mittelpunkt, wurde teilweise schon mit vorgehaltener Kamera begrüßt und dann hieß es, hier ist unser Gast. Also gerade im ländlichen Bereich war ich teilweise eben auch der erste ausländische Besucher dann. Ja. Das war natürlich irgendwie eine kleine Sensation. Also habe ich noch nie so stark erlebt wie da. Frauen kamen bisher noch überhaupt nicht vor. Ja. Tatsächlich war es sehr schwer, Frauen zu treffen. Ich konnte nicht bei Frauen wohnen. Es hat mir auch auf der ganzen Reise, in den ganzen 9 Wochen, hat mir ein einziger Gastgeber einmal seine Ehefrau vorgestellt. Ansonsten war das doch immer sehr separat. Einmal in Jeddah, das ist eine etwas modernere Stadt im Süden, da habe ich es geschafft, doch eine Frau öfter mal zu treffen. Laila hieß sie, sie hat mir viel erzählt aus ihrem Leben. Sie hat mich mitgenommen zu Freunden, wo es dann auch mal einen Rotwein gab, serviert in einer Apfelsaftflasche. Und da habe ich so ein bisschen einen Einblick bekommen in das Leben der Frauen. Grundsätzlich war sie nicht extrem regimekritisch, aber sie hat schon sehr auch über die Männer gelästert, die immer so einen Machtanspruch haben und die immer alles bestimmen wollen. Und sie meinte, dass zum Beispiel in Saudi-Arabien bei der Partnerwahl nichts wichtiger ist, als wie wenig Kontrollfreak ein Mann ist. Also Aussehen oder Humor sind nicht so wichtig. Viel wichtiger ist einfach, dass er der Frau eine gewisse Freiheit lässt. Und das kann man sehr gut verstehen, wenn man so ein bisschen da sich umhört, wie die Frauenrechtssituation ist. Hier sehen wir die letzten Gastgeber in der Stadt Al-Hasa. Man sieht, etwas hat sich verändert, ja, das Outfit hat sich geändert. Ja. Es war Mitte März, auf einmal gab es eine Corona-Krise und ich musste plötzlich früher raus als geplant. Auf einmal hieß es, der internationale Flughafen wird jetzt gesperrt. 24 Stunden hatte ich Zeit, um einen Flug zu buchen. Ich bin schnell nach Riad gefahren mit der Bahn, habe dann noch einen Flieger bekommen, der da tatsächlich um 9.50 Uhr am 15. März abging nach Dubai. Um 11 Uhr an dem Tag war der Flughafen zu. Also es war wie eine Flucht, wie ein Entkommen in letzter Sekunde. Und Saudi-Arabien hat plötzlich die Türen massiv wieder verschlossen. Es war danach verschlossener als je zuvor sozusagen. Also ich hatte eine historische kurze Phase der Öffnung erlebt. Ja, und soweit ein kleiner Eindruck aus ganz kleinen Ausschnitten aus diesem Buch. Ja, sehr gut, Stefan, danke schön. Ja, danke, dass ich hier sein kann. Ja, sehr gerne. Also, das Buch unbedingt lesen, Couchsurfing in Saudi-Arabien, ist wirklich sehr lesenswert, gibt viel zum Schmunzeln, es gibt natürlich noch mehr zu erzählen, als das, was wir jetzt kurz gesehen haben. Und ich erinnere nochmal dran, es gibt einen Podcast, wo wir noch sehr viel mehr über Stefan reden und die anderen Bücher sind natürlich auch lesenswert. Ganz kurz noch ein bisschen dazu, Stefan, jetzt Saudi-Arabien, du warst ja unterwegs und hast die Leute fotografiert, die jetzt Touristen gar nicht gewöhnt sind. War das denn doof für die? Oder wie war die Situation, dass du sagst, ich will jetzt ein Foto von dir machen? Haben die doof reagiert oder war das völlig normal, so wie man das hier erwartet? In der Öffentlichkeit ist es schon schwierig. Da muss man das schon sehr defensiv machen. Und also sehr aus der Entfernung, aus der Hüfte manchmal, wenn es so öffentliche Szenen sind. Aber das Schöne war halt in den Situationen mit den Gastgebern, mit denen war ich gut im Gespräch. Nach 2-3 Tagen hat sich oft so eine Art Freundschaft schon entwickelt und da war es dann natürlich gar kein Problem oder auch mit ihren Freunden, die zu fotografieren. Und die Saudis sind dann auch wiederum selber sehr fotobegeistert, dass es dann auch ganz natürlich ist, dass man sich quasi gegenseitig fotografiert. Also das ging schon gut. Aber man muss zum Beispiel sehr aufpassen mit Fotos von Frauen in der Öffentlichkeit. Also das sollte man extrem zurückhaltend machen und das kann auch Ärger bringen. Also
Da, okay, ja. Da gibt es eine gewisse Einschränkung. Ja. Jetzt für dich als Reisefotograf, du machst ja kein Bildband, sondern halt ein Taschenbuch. Da sind zwar Farbbilder drin, aber hast du das Gefühl, du könntest statt der Fuji, die ist jetzt schon viel kleiner als deine alte Kamera, auch einfach das Handy nehmen? Wird das Handy auch reichen für dich, für deine Berufsfotografie, wenn ich das so nennen darf? Nee, also da merke ich schon immer die Grenzen. Also gerade wenn ich es dann für Vorträge zum Beispiel vorbereite, wenn ich Vorträge habe auf großen Leinwänden oder wenn man dann ranzoomt in dem Bild und einen Ausschnitt zeigen will, da kommt das Handy doch sehr stark an die Grenzen. Also für Filmaufnahmen merke ich, dass es durchaus schon recht gut ist, aber ich glaube, ich werde auch demnächst wieder ein bisschen aufrüsten und noch eine bessere kleinformatige Kamera mir zulegen. Aber diese Größe hat sich doch sehr bewährt. Also wenn man 10, 11, 12 Wochen am Stück unterwegs ist, dann macht es doch einen Riesenunterschied aus, dass das Gewicht so viel kleiner ist. Ja. Dann noch eine Folgefrage, Film. Du bist ja quasi nicht nur Journalist, du schreibst nicht nur, du machst halt auch Fotos und du filmst ja auch für deine Vorträge. Vor allem wahrscheinlich hast du im Hinterkopf so immer so ein bisschen, das könnte auf dem Vortrag gut kommen. Also ich brauche ein paar Filmszenen, wie jetzt hier das Kamel und so. Oder wie ist das Film, wie wichtig ist der Film für dich? Das mache ich so nebenher noch nicht besonders durchdacht. Das werde ich sicher bei den nächsten Reisen noch ein bisschen stärker auch mitdenken machen. Bisher ist das wirklich eher spontan, also mal aus dem Autofenster, wenn es eine nette Situation gibt. Jetzt diese Social-Media-Geschichten, da hatte ich einfach die Originalfilme genommen, die eben dann meine Bekannten dort gepostet haben. Mhm. Das soll ja dann auch authentisch sein. Also was Filmen angeht, bin ich jetzt noch nicht besonders professionell unterwegs. Das ist einfach eher spontan mal draufhalten. Mhm. Also nicht, dass ich gucke, dass ich die Totale habe und das Detail. Also und so. Du gehst nicht mit dem Skript rein und sagst, jetzt bin ich bei dem und dem Gastgeber, das wird wahrscheinlich interessant, ich mache mir mal irgendwie folgende Shotlist, die ich haben muss und so, das machst du noch nicht. Okay. Das nicht, nee, dafür bin ich auch zu viel erstmal darauf fokussiert, hauptsächlich die gute Geschichte zu kriegen und alles gleichzeitig zu denken, das geht irgendwann nicht. Also man, das beschneidet sich einfach gegenseitig oder man kann nicht beides 100% machen. Man kann nicht ans perfekte Foto denken und aber ein gutes Gespräch führen in der gleichen Zeit, aber dann schon irgendwie verstehen, wie der Raum gerade ist, wo ich das Porträt nachher von der Person am besten mache. Also da hat es riesige Vorteile, dass ich dann ab und zu mal ein paar Tage einen Fotograf dabei habe. Dann greife ich das noch schnell auf, Fotografen dabei. Den engagierst du dann, das ist dann einfach quasi eine Auftragsarbeit und du nimmst dann jemanden mit, der ein paar Tage mit dir mitreist und halt ein paar Fotos macht, weil du weißt, es wird ein Buch und das ist quasi eine Vorausgabe, die du halt, also eine Investition, die du da machst. Genau, richtig. Mhm. Den stelle ich dann sozusagen ein und wenn es gut läuft, gibt es nachher auch noch ein paar Veröffentlichungen mit den Bildern, die dann vielleicht auch noch mal zusätzlich bezahlt sind. Also von daher ist das, glaube ich, eine ganz schöne Sache auch für die Mitreisenden, hoffe ich doch. Wenn jetzt einer aus meinem Publikum bei dir Reisefotograf werden will, wie suchst du dir die aus? Oder hast du einen fixen Fotograf oder suchst du jedes Mal neu? Ich habe tatsächlich meistens immer geguckt, dass es jemand ist, der was mit dem Land zu tun hat, der sich da ein bisschen auskennt. Also in Russland zum Beispiel hatte ich Gulliver Theiss dabei, einen deutschen Fotografen, der extrem etabliert ist in Russland tatsächlich und da seinen Hauptjob jahrelang quasi gemacht hat, für russische Magazine auch, der sich da halt auskannte. In China hatte ich einen chinesischen singapurischen Fotografen dabei, der aber in Peking lebt und der war eine Woche dabei. Ja, okay. Also das hilft natürlich sehr, wenn es jemand ist, der die Kultur auch noch ein bisschen kennt, der dann vielleicht auch selber schon noch ein bisschen mehr weiß über die Motive, was optisch auch besonders ist. Das hilft natürlich, wenn ich da noch so ein bisschen zusätzliches Know-how kriege. Und ansonsten muss es natürlich auch menschlich einfach passen. Ja. Muss jemand sein, der auch Lust hat auf diese Couchsurfing-Situation, dass man da teilweise... Also der schläft dann auf der Nachbar-Couch und der schläft ja nicht im Hilton, sondern der schläft... Ja, okay. Genau. Also es ist so vom Luxus her. Man weiß halt einfach nicht, was man bekommt. Aber man muss sich dann dem anpassen und kann jetzt nicht zu dem Gastgeber gehen, der einen ja für umsonst einlädt und sagen, ich hätte aber jetzt gerne ein schöneres Bett hier. Oder ja, das muss man nehmen, wie es kommt. Das gehört dazu. Es ist halt Reportage sozusagen. Okay. Ja, Schlussfrage muss ich natürlich stellen. Wo geht's als nächstes hin? Darfst du das sagen? Kannst du das? Das weiß ich noch nicht. Es ist tatsächlich auch schwer, mit der Corona-Situation was zu planen. Ich habe eine Liste von einigen Ländern, die noch in Frage kommen, die auch eher so kontrovers sind, denke ich mal. Es wird sicher nicht Mallorca oder die Toskana werden, aber ich habe es noch nicht entschieden, was es wird. Okay.
Ja, Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Ich hoffe, das hat Lust gemacht. Ich verlinke natürlich den Instagram-Account, ich verlinke das Buch nochmal und wie gesagt, den Podcast gibt es ja auch noch für sehr viel mehr Informationen. Vielen Dank für deine Zeit, Stefan. Es war wirklich eine spannende Sache. Danke dir. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in 2 Jahren mit deinem nächsten Projekt von deiner nächsten Reise. Ne? Sehr gerne. Ich komme wieder. Also, tschüss. Jo, tschüss.